Shincheonji Online Seminar, Gottes neuer Bund, Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung. In der ganzen Welt wird die Offenbarung bezeugt. Im August und September 2021 fanden online das erste und zweite Shincheonji Wortseminar statt. 30.372 Teilnehmer nahmen in den 12 Regionen landesweit teil. Rund 1.800 Pastoren nahmen teil und zeigten eine inbrünstige Reaktion. Und endlich, nach 2000 langen Jahren, öffnen sich die Worte der Offenbarung. Der Versammlungsleiter und die 12 Stammesleiter von Shincheonji tun das Geheimnis des Himmelreichs der Offenbarung kund. Vom 18.10. bis zum 27.12. jede Woche Montag und Donnerstag. Das Shincheonji Online-Seminar, das in der ganzen Welt zeitgleich ausgestrahlt wird. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund. Wir laden Sie herzlich hierzu ein. Gottes neuer Bund, Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung. Werte Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder, die Sie an dem Shincheonji Online-Seminar teilnehmen, ich grüße Sie. Ich bin heute für die Moderation zuständig. Mein Name ist Theon Kang. Zunächst einmal möchte ich alle meinen Dank ausrichten, die auf diese Weise dieses Shincheonji Online-Seminar aufgesucht haben. Jeder, der ein Gläubiger ist, muss unbedingt die Vorhersagen und die erfüllte Realität der Offenbarung kennen. Und diese Worte werden zurzeit über YouTube in der ganzen Welt ausgestrahlt. Die Offenbarung war bisher schwierig zu verstehen, doch sie wird jetzt ganz klar ausgelegt bei diesem Shincheonji Online-Seminar. Und das weckt gerade nicht nur bei vielen Gläubigen in der ganzen Welt, sondern auch bei vielen Pastoren großes Interesse. Tatsächlich ist es so, dass auch ausländische Pastoren uns Dankesbotschaften zukommen lassen und dass sie mit uns Shincheonji MOUs schließen, dass sie auch die Worte dieser Offenbarung verkündigen wollen, diesen Willen, diese Intentionen, die sie uns immer wieder ausrichten. Dass so viele Pastoren mit uns Shincheonji MOUs geschlossen haben, dafür sind wir sehr dankbar. Dass die Pastoren auf diese Weise nach der Wahrheit trachten und auch aus Liebe zu ihren Heiligen mit Shincheonji eins werden und die Worte dieser Offenbarung verkündigen wollen, von diesem Herzen bin ich sehr tief berührt worden. Die Türen von uns Shincheonji sind immer offen und so können alle Pastoren, die mit uns MOU schließen wollen, jederzeit bei uns anfragen und gemeinsam diese Offenbarung bezeugen. Und auch Sie, die Sie gerade hier teilnehmen, je mehr Sie diese Worte hören, werden Sie feststellen, dass die Worte der Offenbarung nicht schwierig und kompliziert sind, sondern wirklich höchst logisch sind. Durch die Bibel können Sie das ganz klar erkennen. Und ich glaube daran, dass Sie das auch gerade so erleben, dass Gottes große Gnade und kostbare Erkenntnis allen zuteil wird, die gerade hier teilnehmen. Das hoffe ich und somit wollen wir das Seminar beginnen. Wir wollen zunächst einmal mit einmütigem Herzen beten. Heiliger Vater Gott, der du voller Liebe und Gnade bist, heute können wir deinen neuen Bund, das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, das Shincheonji Online-Seminar in der ganzen Welt eröffnen und dass du uns das erlaubt hast, dafür bringen wir dir allen Dank und Herrlichkeit dar. Etwa 2000 Jahre lang ist das verkündigt worden, die Worte der Offenbarung des neuen Bundes. In der heutigen Zeit aber hat sich das erfüllt und ist in Erscheinung getreten. Und derjenige, der das vor Ort gesehen und gehört hat, der verheißene Hirte, er bezeugt das in dieser Zeit offen. Und so können wir auf diese Weise per Video in der ganzen Welt viele Menschen dieses kostbare Evangelium hören lassen. Und dafür bringen wir dir, Gott, alle Herrlichkeit da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle Pastoren, Theologen und auch alle Gläubigen, die gerade hier teilnehmen, dass du ihnen endlose Gnade und Liebe erlaubst, dass sie diese gesegnete Kunde in vollkommener Weise erkennen können. Bitte leite du sie dafür. Heute werden wir durch den Matthäus-Stammesleiter die Worte von Offenbarung 12 lernen. Durch den weisen Hirten, den Versammlungsleiter, hat er diese Worte gelernt und wenn er sie jetzt bezeugt, dann sei du Gott mit ihm und walte du über alles. Wir wollen nun beginnen. Bitte sei du bis zum Ende mit uns. Daran glauben wir auch. Und im Namen Jesu haben wir gebetet. Amen.
Ja, ich möchte Ihnen mitteilen, dass das diesmalige Hinter- und Online-Seminar unter Einhaltung aller Präventionsrichtlinien und der sozialen Distanzierung durchgeführt wird. Vergangene Stunde haben wir die Worte von Offenbarung 11 gelernt. Das, was verheißen wurde, wird auf alle Fälle erfüllt. Dass Sie dieses Werk Gottes erkennen und dass Sie wirklich brennende Herzen bekommen, dass es so eine gnadenvolle Stunde für Sie werden wird, daran glaube ich. Das, was Ihnen heute verkündigt werden soll, die Worte von Offenbarung 12, sind ein Kapitel, wo es um einen Krieg zwischen dem Drachen und Gott geht. Aber nicht nur der Ausgang dieses Krieges, sondern auch die Wesen, die in diesem Kapitel auftreten und was die Wirklichkeit davon ist, wer das ist, dass Sie das wirklich konzentriert hören, das hoffe ich. Es ist jetzt die wichtigste Zeit, wo wir die Worte der Offenbarung hören werden. Wir wollen den Matthäus-Stammesleiter von Xinjiang Kirche Jesu, Chun Sok Jong, nach vorne bitten, der uns die Worte verkündigen wird. Ich bitte um großen Applaus. Die Sie Gott und Jesus lieben und auf das Himmelreich und das ewige Leben hoffen. Werte Pastoren, Theologen und auch Gemeindemitglieder aus aller Welt, sind Sie wohl auf? Ich grüße Sie. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen und dass Sie an diesem Xinjiang Online-Seminar teilnehmen. Dafür möchte ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank ausrichten. Ich bin unter dem Namen von Jünger Jesu, Matthäus, erwählt worden, der Matthäus-Stammesleiter Chun Sok Jong. Ich habe einen Flyer gesehen, dass in Xinjiang Gottes Wort gelehrt wird und habe so die Worte von Xinjiang hören dürfen. Seit dem ersten Mal, wo ich das gehört habe, war ich höchst erstaunt, denn das, was ich unbedingt wissen wollte, worüber ich viele Fragen hatte, die Worte, die von dem Versammlungsleiter von Xinjiang klar bezeugt wurden, die haben gezeigt, dass alle Antworten in der Bibel sind. Und das war für mich sehr faszinierend und erstaunlich. Und so habe ich diese Worte gehört, bin den Worten über Prophezeiung und der Realität gefolgt und lebe nun meinen Glauben in Xinjiang. Es ist auch so, dass gerade aus aller Welt wieder zu dem Offenbarungsseminar von Xinjiang kommen und sich sehr darüber verwundern. Ja, Millionen Menschen hören gerade diese Worte und auch Pastoren schließen MOUs mit Xinjiang und dafür bin ich sehr dankbar. Auch für alle, die heute hier mit daran teilnehmen. Der Versammlungsleiter Man Heli, der Xinjiang Kirche Jesu, hat die Offenbarung und die Realität der Offenbarung gesehen und gehört und dieses möchte ich Ihnen nun bezeugen. In dieser Stunde werden Ihnen Worte bezeugt, die noch nie zuvor gewesen sind oder auch nie sein werden, über Gottes neuen Bund, Zeugnis über Prophezeiung der Erfüllung der Offenbarung, heute zur Offenbarung 12. Die Überschrift zur Offenbarung 12 lautet, der Krieg zwischen dem Drachen und Gott. Und so geht es um den Krieg, der zur Erfüllungszeit der Offenbarung stattfindet. Da der Zeuge das bezeugt, was er vor Ort gesehen hat, wo sich Offenbarung 12 erfüllt hat, wird auch dieses Zeugnis wiederum bezeugt. Dass es also tatsächlich geschehene Ereignisse sind, das bitte zuerst verstehen und so zuhören. Zunächst einmal möchte ich über einige wichtige Punkte sprechen, die in Offenbarung 12 vorkommen. Wir können hier drei Punkte zusammenfassen. Erstens, gemäß der Verheißung der Offenbarung treten abgefallene Zerstörer und Erretter an dem sogenannten Himmel an einem Ort auf. Das ist genau das, was in Offenbarung 12 vorkommt. Als zweites ist es so, dass diese Abgefallenen, die Zerstörer und der Erretter unterschieden und überprüft werden können, eben durch den Inhalt von diesem Kapitel 12. Und als drittes, es gibt ein Kind, das alle Nationen hüten wird. Es kämpft gegen den Drachen und überwindet es, sodass Gottes Heil, Kraft und Reich und Macht zustande kommen. Dieses Reich Gottes und die Macht Christi erfüllen sich. Deswegen ist Offenbarung 12 enorm wichtig, müssen Sie wissen. Bitte in diesem Wissen zuhören. Dann wollen wir in den Haupttext einsteigen, Offenbarung 12, und wollen lesen Vers 1 bis 6. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab.
Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte, 1260 Tage. Ja, so wie Sie gerade sehen können, ist hier die Rede von einem Zeichen, das im Himmel erscheint. An diesem Himmel treten drei Wesen auf, oder? Die mit Sonne, Mond und Sternen bekleidete Frau und der feuerrote Drache und das Kind, das die Frau geboren hat. Wo befinden sie sich? An einem Ort, der Himmel genannt wird. Hier treten sie auf, wird hier kundgetan, oder? So. Ist denn wohl damit der natürliche Himmel gemeint, dass an diesem Himmel solche Dinge geschehen? Kann das überhaupt sein? Wenn wirklich eine Frau mit einer Sonne bekleidet wäre, dann würde sie doch komplett verbrennen, oder? Auch die Gestalt des Drachen, er hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Aber so ein Tier gibt es gar nicht, oder? Das bedeutet, das ist nicht etwas Fleischliches, sondern wir müssen es geistlich betrachten. So, was ist dann wohl dieser Himmel, von dem in dem Text die Rede ist? Der Himmel, wie in der Bibel geschrieben steht, bezeichnet zwei verschiedene Orte, nämlich zum einen die geistliche Welt und die fleischliche Welt. Der Himmel der geistlichen Welt ist das, was Apostel Johannes in Offenbarung 4 beschrieben hat, als er im Geist ergriffen wurde und aufgestiegen ist. Und das, was er dann dort gesehen hat, das Reich Gottes, das Himmelreich der geistlichen Welt ist damit gemeint. Der Himmel der fleischlichen Welt ist aber das Zelt von dem auserwählten Volk Gottes dieser Erde. Das heißt, der Himmel aus dem Text, wo dieses große Zeichen ist, bezeichnet was für ein Ort? Es ist eben der Ort, den Gott aus der Welt abgesondert hat, mit dem er gemeinsam ist. Das, was in Offenbarung 1, 2 und 3 vorkommt. Der Ort, wo die 7 Sterne waren, nämlich die Gemeinde der 7 goldenen Leuchter, ist also damit gemeint gewesen. Das ist in der heutigen Zeit, wo die Offenbarung sich erfüllt, in Realität was? In Südkorea, in Kwachon, am Fuß des Berges Jongge, ist der Tempel des Zeltes erschienen. Dieser ist damit gemeint. Sie können hier unten ein Foto sehen von der damaligen Zeit. So, der Grund dafür, dass überhaupt so eine Wirklichkeit bezeugt werden kann, ist, dass es den verheißenen Hirten gibt, der diese Geschehnisse gesehen und gehört hat. Zu Ihrer Information. Damals ist das Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern bereits in das Himmelszelt hineingekommen, der feuerrote Drache. Aber in Offenbarung 13, da ist es so, dass das Tier erst aus dem Meer herauskommt und in den Himmel hineinkommt. Das heißt, Offenbarung 13 ist ein Geschehnis, das vor Offenbarung 12 geschehen ist. Das sollten Sie zunächst einmal wissen. So, das heißt, wer ist dann mit dieser Frau gemeint, die mit Sonne, Mond und Sternen bekleidet ist und in diesem Himmel ist? Zunächst einmal sollten wir wissen, was es mit Sonne, Mond und Sternen auf sich hat, oder? Da der Himmel das Zelt gewesen ist, sind auch Sonne, Mond und Sterne etwas Geistliches, oder? Das heißt, damit ist das Auserwählte Volk Gottes gemeint, das sich in dem Zelt befindet. Wenn wir in 1. Mose 37, Vers 9 bis 11 schauen, da wird die Familie von Jakob mit Sonne, Mond und Sternen verglichen. Die Familie von Jakob, Sonne, Mond und Sterne, waren also etwas, was die Familie, das Auserwählte Volk Gottes, symbolisiert. In der heutigen Zeit der Erfüllung der Offenbarung ist es so, dass die Heiligen von der Gemeinde der 7 goldenen Leuchter damit gemeint sind. Das heißt, die mit Sonne, Mond und Sternen bekleidete Frau ist dann auch wieder keine fleischliche Frau, oder? Sondern diese Frau steht eben für den Hirten, der die Gemeinde der 7 goldenen Leuchter geleitet hat. Das heißt, dieser Hirte wurde im Gleichnis als Frau bezeichnet. Aber warum? Das ist genauso wie eine Frau, die fleischlich Kinder gebiert und aufzieht, so gibt es dann diese geistliche Frau, die geistliche Kinder zur Welt bringt, nämlich die Heiligen, und diese aufzieht. Das heißt, in der heutigen Zeit, wo sich die Offenbarung erfüllt, wer ist da die Wirklichkeit von der mit Sonne, Mond und Sternen bekleidete Frau? Das war im Jahr 1966 in Südkorea, in Kwachon, am Fuß des Berges Jongge. Da gab es im Tempel des Zeltes einen Repräsentanten, XY. Um ihn anonym zu halten, wird er als XY bezeichnet. So, wer ist dann die Frau, das Kind, das diese Frau hat, die mit Sonne, Mond und Sterne begleitet ist? Da die Frau, die mit Sonne, Mond und Sterne begleitet ist, auch ein Hirte gewesen ist, ist auch das Kind in Wirklichkeit kein Kind, oder? Sondern es ist ein geistliches Kind, mit dem die Frau schwanger ist. Das heißt, es ist ein Heiliger gemeint, den dieser Hirte vom Tempel des Zeltes sozusagen geistlich geboren hat. Die Frau in dem Text, sie ist schwanger mit dem Kind und gebiert es und sie hat diese Geburtswehen und Schmerzen. Und das erinnert an 1. Mose 3, Vers 16, die Prophezeiung dort, dass der Frau Schmerzen bei der Schwangerschaft geschehen und bei der Geburt, das hat sich in geistlicher Weise also erfüllt. Als nächstes wird
als ein anderes Zeichen bezeichnet, dass ein feuerroter Drache in den Himmel hereingekommen ist. Weil es ein anderes Zeichen ist als das, was davor gekommen ist als Zeichen, wird es als anderes Zeichen bezeichnet. Aber dieser feuerrote Drache, der in den Himmel gekommen ist, der sieht sehr merkwürdig aus, oder? Er hat 7 Köpfe und hat dann noch 10 Hörner daran. Und sein Schwanz wirft die Sterne des Himmels auf die Erde, heißt es hier. Ja, gibt es wohl auf der Welt so ein Tier? Das heißt, auch das ist geistlich zu betrachten, oder? So, wollen wir uns dann die Identität anschauen von diesem feuerroten Drachen, der in den Himmel hineingekommen ist? Was ist das wohl? Dieser feuerrote Drache ist eben Satan, der Teufel. In Offenbarung 12, Vers 9 und Offenbarung 20, Vers 2 können wir sehen, dass der Drache ergriffen wird. Und die Wirklichkeit sehen wir, ist die alte Schlange, der Teufel, Satan. Dieser Drache wird als alte Schlange bezeichnet, denn in 1. Mose 3 haben wir gesehen, das war da die Schlange, die Eva verführt hat. Und beim ersten Kommen war es der Teufel, der Jesus in der Wüste versucht hat. Und es ist auch der böse Geist gewesen, der in die schriftgelehrten Pharisäer hineingefahren ist. Zur Erfüllungszeit der Offenbarung ist es der Drache, der über die Welt herrscht. Er wird eins mit dem Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und dringt in das Himmelszelt ein und hat dieses zu Fall gebracht. Es ist also der Zerstörer. So, was sind dann die 7 Köpfe, die dieser feuerrote Drache hat? Der Drache steht ja für Satan, den Teufel. Das heißt, die 7 Köpfe, die zu dem Drachen gehören, sind dann 7 Hirten, die zu Satan gehören. In Jesaja 29, Vers 10 können wir sehen, dass die Köpfe Seher sind. Das heißt, es sind Leiter, die die Heiligen anleiten. Es sind Hirten damit gemeint, oder? In Offenbarung 17, Vers 9 bis 10 können wir sehen, dass die 7 Köpfe 7 Berge sind, 7 Könige. 7 Gemeinden sind aber Gemeinden, 7 Berge sind 7 Gemeinden und 7 Könige sind Hirten. Das heißt, die 10 Hörner wiederum, die jetzt an den 7 Köpfen sind, was sind das wohl für Hörner? Das sind keine fleischlichen, tatsächlichen Hörner, oder? Ja, auch diese 10 Hörner sind dann ein Gleichnis für 10 Älteste, die zu diesen Hirten Satans gehören. An den Köpfen des Tieres sind Hörner, und so wie Hörner Macht und Waffen symbolisieren, so sind auch diese, die dem Hirten angehören und diese Macht ausüben, dann damit gemeint und als Hörner bezeichnet worden. In Offenbarung 17, Vers 12 sehen wir, dass die 10 Hörner zwar Könige sind, aber noch kein Reich haben. Das heißt, sie haben nur geistlich Macht. Als nächstes sehen wir, dass der Schwanz die Sterne, den dritten Teil der Sterne des Himmels, fortzieht und auf die Erde wirft. Ja, kann denn ein Schwanz die Sterne des Himmels wegziehen und werfen? Und gibt es überhaupt so einen langen Schwanz? Natürlich nicht. Das heißt, dieser Drache hat einen Schwanz, aber damit ist etwas anderes gemeint. In Jesaja 9, Vers 14 können wir sehen, dass mit einem Schwanz ein Lügenprophet gemeint ist. Die Wirklichkeit davon waren eben 17 Missionare, die aus dem Tempel des Zeltes stammten. Diese sind in Offenbarung 13 Menschen, die wie ein Götzenbild sind, und in Offenbarung 9 sind das die Schwänze, die zu den Pferdetruppen gehören. Das heißt, sie werfen nun den dritten Teil der Sterne des Himmels auf die Erde. Was bedeutet das wiederum? Das heißt, dass die falschen Hirten den dritten Teil der Heiligen vom Tempel des Zeltes, der 7 goldenen Leuchter, zum Fleisch haben zurückkehren lassen, das ohne Leben ist. Sie haben ihre erste Liebe Jesus verworfen und sind von den falschen Hirten verführt worden. Diese Heiligen des Zeltes, sie sind also vom Himmel auf die Erde gewechselt, und in Offenbarung 8 können wir sehen, werden sie bestraft, sodass sie zu jeweils einem dritten Teil geistlich getötet worden sind. Als nächstes sollten wir herausfinden, was es mit der Anhängerschaft des feuerroten Drachen auf sich hat, die in den Himmel hineingedrungen ist. Wenn wir das in 3 Punkten zusammenfassen. Erstens sehen wir, dass die Heiligen von dem Himmelszelt von Offenbarung 13 42 Monate lang zertreten werden von diesen Anhängern des feuerroten Drachen, des Tieres mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. In Offenbarung 2 haben wir gesehen, dass sie dort als Satan-Säkulaiten bezeichnet wurden, und in Offenbarung 17 und 18 sind sie dann wiederum bezeichnet worden als Babylon, das alle Nationen mit dem Wein der Unzucht verführt hat. Die Ausdrücke in den jeweiligen Kapiteln sind zwar unterschiedlich, aber letzten Endes ist es so, dass wenn wir die gesamte Offenbarung betrachten, dass damit ein und dasselbe Wesen gemeint ist, das ist die Schar des Drachen, oder? So, was ist dann die Wirklichkeit von dieser Schar des feuerroten Drachen? Die Wirklichkeit davon ist nichts anderes als das, was in der heutigen Zeit in Erscheinung getreten ist, das Chongji-Lehrinstitut. Ihre Organisation wird als Behausung von Dämonen als Babylon bezeichnet.
Zur Zeit des Alten Testaments so war es so, dass Babylon das fleischliche Israel zerstört hat. Und genauso ist es auch bei der Erfüllung der Offenbarung, dass dann so eine Organisation in Erscheinung tritt, wie das Reich der Dämonen Babylon. Und das macht das auswählte Volk Gottes, den Tempel des Zeltes, zunichte und verführt alle Nationen, herrscht über die Welt. Als nächstes ist die Frage, was es bedeutet, dass der Drache das Kind verschlingen möchte, sobald die Frau es geboren hat. Was ist aber der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass das Kind gegen den Drachen kämpft und es überwindet, sodass alle Macht, die der Drache besitzt, ihm weggenommen wird und er dann alle Nationen beherrschen wird. Deswegen, oder? Satan hat in jedem Zeitalter versucht, das Auftreten von Gottes Hirten zu verhindern, aber gemäß dem Willen Gottes, nach seinem Plan, erfüllt sich die Bibel. Diese Tatsache sollten Sie sich gut merken, oder? Und um sein eigenes Ziel zu erreichen, ist es ja so, dass Satan daran stört und verfolgt, oder? Das müssen wir wissen. Es wollte ja das Kind verschlingen, und wenn wir dann schauen in den verschiedenen Zeiten, so gab es ja zur Moseszeit auch so ein Ereignis, dass der König von Ägypten, der Pharao, auch versuchte, die Kinder zu töten. Und genauso wie beim ersten Kommen auch der König Herodes alle, die jünger als 2 Jahre waren, hat töten lassen. Und sollten wir unbedingt wissen, dass Gott aber trotzdem nach seinem Wort alles erfüllt. Das sollten wir nach dem Wort auch prüfen, oder? Wenn wir dann schauen, im Haupttext in Vers 5 und 6 sehen wir, dass dieses Kind, das über alle Nationen herrschen wird, dann aber zu Gottes Thron entrückt wird und dass die Frau, die das Kind geboren hat, in die Wüste flieht. Auch dieses Geschehnis ist dann also kein fleischliches Geschehnis, sondern ein geistliches Geschehnis, oder? Dass die Frau das Kind geboren hat, bedeutet, wenn man schaut, behaupten manche Hirten, dass die Frau für die Gemeinde steht und dass das Kind für Jesus steht. Aber wie kann es sein, dass eine Gemeinde Jesus gebiert und dann in die Wüste flieht? Das kann doch nicht sein, oder? Daran können wir sehen, dass es also falsch ist. Was ist denn mit diesem Zeitpunkt gemeint? Diese Zukunft, wo das Kind herrschen wird, das ist dann eine Zeit, nachdem gegen den Drachen gekämpft und gesiegt wurde. Darüber hinaus könnten wir sagen, ist damit gemeint, dass das nach dem Zeitraum der 42 Monate ist. Das heißt, nachdem das Kind gegen den Drachen gekämpft und überwunden hat, bekommt er die Macht des eisernen Stabes bei allen Nationen zu herrschen. Was ist damit gemeint? Das bedeutet, dass er Gottes Wort besitzt und ewige Herrschaftsmacht, alle Nationen zu hüten. Eiserner Stab bezeichnet ja einen Stab aus Eisen, aber nicht ein fleischliches, oder? Das heißt, dieser eiserne Stab, der steht ja wirklich für etwas Stahlhartes. Und so steht das auch für etwas, was in Ewigkeit besteht. Das heißt, es gibt dann jemanden, der diesen eisernen Stab bekommt. Wenn wir dann aber schauen in Offenbarung 2, Vers 26 bis 27, da heißt es ja, dass dieser eiserne Stab dem gegeben wird, der überwindet. Und Jesus hat ja verheißen, dass er das dem Überwinder geben wird. Das heißt, wenn man das empfängt, dann ist das die Zeit, wo man dann auch kämpfen und überwinden wird, oder? Und die Zeit, wo man überwindet, ist dann eben in Offenbarung 12, Vers 11. Dadurch wird das dann erfüllt. Das heißt also, in Offenbarung 12 findet also dieses Geschehen statt, dass man überwindet, oder? Und so sehen wir, in Offenbarung 2 und 3, da wurde gesagt, überwinde, überwinde. Und es wurde verheißen, dass dem, der überwindet, der eiserne Stab gegeben wird. Aber in Offenbarung 12 hat man dann überwunden. Das ist ein Geschehnis, das nach 6000 Jahren endlich stattfindet, dass dieser Teufel überwunden wird, oder? Die Schar des Drachen hat alle Nationen verführt und zu seinem eigenen Besitz gemacht. Deswegen müssen diese bekämpft und überwunden werden. Nur so können alle Nationen zurückerobert werden und gehütet werden, oder? Ab dem Moment, wo überwunden wird, ist es also so, dass das Kind dann derjenige ist, der den eisernen Stab hat, alle Nationen zu hüten, oder? Wenn sich das in der heutigen Zeit erfüllt hat, dann muss man das doch auf alle Fälle wissen, oder? Wir sollten das im Glauben unbedingt wissen und darüber hinaus durch dieses offenbaren Seminar das doch auch erkennen. Das wünsche ich Ihnen. So, wer ist dann wohl dieses männliche Kind, das mit dem eisernen Stab alle Nationen hüten wird? Das ist eben derjenige, der in Offenbarung 12 gegen den Drachen gekämpft und überwunden hat, sodass Jesus ihm als den verheißenen Hirten von Offenbarung 2 und 3 dann eben diese Dinge gibt. Das heißt, es ist der Überwinder. Und in Offenbarung 3, Vers 21 können wir sehen, es ist dann auch der Hirte, der verheißen wurde, als derjenige, der da mit auf dem Thron Jesu sitzen wird. Und es ist dann derjenige gemeint, der also gegen die Schar des Drachen gekämpft und überwunden hat. Aber
Es ist nicht so, dass irgendjemand dieser Überwinder werden kann, oder? Wenn man der Überwinder werden möchte, dann muss man doch gegen die Schar des Drachen kämpfen, die in das Himmelszelt eingedrungen ist, und gegen diese überwinden, oder? Und man muss auch zum neuen Israel werden, dass man dann die 12 Stämme gründet. So, wann ist dann die Zeit, wo dieses Kind in Erscheinung tritt? Es ist eben dann, wenn der Drache das Himmelszelt zerstört und zertreten hat. Innerhalb der 42 Monate muss das also stattfinden. So, die Geburt dieses Kindes wird in Jeremia 31, Vers 22 als ein neues bezeichnet, das die Frau den Mann umgibt. Dieses Geschehnis wird also erfüllt. Und das wird also als die Erschaffung eines Neuen bezeichnet. Dann wird es einen Grund dafür geben, dass es als ein Neues bezeichnet wird, oder? Dass es als ein Neues bezeichnet wird, bedeutet, dass es bis jetzt doch immer wieder so gewesen ist, dass das auserwählte Volk abgefallen ist und zerstört wurde, oder? Aber dadurch, dass dieses Kind nun auftritt, gibt es jetzt Errettung. Das heißt, das Auftreten dieses Kindes ist dann eben ein neues, und das bezeichnet eben, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde, Gottes Reich, erschaffen werden. Das müssen Sie unbedingt wissen. Und wenn doch das Kind geboren wird, das alle Nationen hüten wird, dann wird der Drache das doch zwar verschlingen wollen und lauert darauf, aber da dieser Protagonist, das Kind, dann derjenige ist, der alle Nationen herrschen wird, wird er zu Gottes Thron entrückt. Im Text sehen wir, die Frau, die das Kind geboren hat, flieht in die Wüste. Und diesbezüglich wollen wir dann in Vers 14 genauer schauen. So, was ist dann das Zeugnis, der Beweis dafür, dass man diesen Überwinder erfahren kann? Es gibt drei Dinge, in denen man das zusammenfassen kann. Erstens, dieser feuerrote Drache, er muss ja in das Himmelszelt eingedrungen sein. Diesen Zeitpunkt gibt es dann. Und dieser Ort ist dann nicht irgendein anderer Ort, sondern es ist dann das Himmelszelt, in dem er geboren werden muss, oder? Und als zweites muss es doch der sein, der von der mit Sonne, Mond und Sternen begleiteten Frau geboren wurde. Diese drei Punkte sind ein sehr wichtiges Zeugnis dafür, wie man den erkennen kann, der als dieses Kind geboren wird. Nur wenn man dieses Zeugnis hat und gemäß diesem Zeugnis dann auch erschienen ist, dann ist man der verheißene Hirte, der Überwinder, oder? So, bis jetzt haben wir also gesehen, an dem Ort, der als Himmel bezeichnet wird, sind eine Frau und ein Drache und ein Kind in Erscheinung getreten. Diese drei Gruppen haben wir kennengelernt. So, wir wollen mal die Wirklichkeit zusammenfassen von diesen drei Wesen. Die Wirklichkeit von dem Himmel, wo diese drei Wesen erscheinen, war nicht die natürliche Welt, sondern Südkorea, Gwacheon, der Tempel des Zeltes, die Gemeinde der sieben goldenen Leuchter. Hier sind diese drei Wesen aufgetreten, oder? Als erstes eben die Wirklichkeit der Frau, die das Kind geboren hat, sprich der Frau, die mit Sonne, Mond und Sternen bekleidet ist. Die Wirklichkeit von dieser Frau ist der Repräsentant, der Vorsitzende vom Tempel des Zeltes, XY. Und dann gibt es noch die Schar des Drachen, die in dieses Zelt eingedrungen ist. Und damit ist eben das Chongjige Lehrinstitut gemeint gewesen. So wie auch Chongjige, dieser Begriff schon sagt, es ist ein Ort gewesen, wo Pastoren ausgebildet worden sind. Die haben dieses Reich Gottes, das Zelt, zu Fall gebracht. Und die Wirklichkeit als drittes von dem Kind, von dem Überwinder, der gegen die Schar des Drachen gekämpft und überwunden hat, ist eben der neue Johannes. Das, was die Propheten im Alten Testament vorhergesagt haben, das hat Jesus alles erfüllt. Und genauso auch bei dem, was im Neuen Testament vorhergesagt worden ist, das hat sich alles in der heutigen Zeit erfüllt. Das heißt, Prophezeiungen an sich haben zwar keine Wirklichkeit, aber wenn sich die Prophezeiungen erfüllen, dann erscheint ja eine Realität. Das heißt, es gibt dann auch Wirklichkeiten dazu, oder? Das heißt, wenn die Realität erscheint, dann kann man nicht mehr lügen, oder? Der Grund dafür, dass diese Wirklichkeiten bezeugt werden können, ist, dass es den verheißenen Hirten gibt, der vor Ort gesehen und gehört hat. Und weil er diese Wirklichkeiten kennt, ist das möglich. So, dann wollen wir im Anschluss uns die Worte von Offenbarung 12, Vers 7 bis 9 anschauen. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ja, der Inhalt des Textes zeigt uns auf, dass es im Himmel einen Krieg gibt, oder? Der Ort ist also der Himmel,
Und an diesem Ort findet ein Krieg statt. Zwischen wem findet dieser Kampf statt? Zwischen Michael und dem Drachen findet dieser Krieg statt. Michael ist ja ein Erzengel und dann gibt es den Drachen, Satan, den Teufel. Es ist ein Krieg zwischen ihnen, das heißt also kein fleischlicher Krieg, sondern ein geistlicher Krieg, oder? So, wo ist dann dieser Himmel, wo dieser Krieg stattfindet? Es ist dann nicht der natürliche Himmel, oder? Dieser Inhalt ist genauso wie in Vers 1. Der Himmel, also die Gemeinde der sieben goldenen Leuchter, also der Tempel des Zeltes ist damit gemeint gewesen. Genau an diesem Ort findet also ein geistlicher Krieg statt, oder? So, das heißt, auch der Krieg des Himmels aus dem Text ist also kein fleischlicher Krieg, sondern ein geistlicher Krieg, nicht wahr? Das bedeutet also, es ist ein Lehrenkrieg damit gemeint, wo Wort gegen Wort kämpft. So, das heißt also, es ist ein geistlicher Krieg in der Bibel hier, oder? In Epheser 6, Vers 10 heißt es ja auch, bis Vers 17, dass unser Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern dass es gegen die bösen Geister ist und gegen die Mächte der Finsternis oder die Beherrscher der Finsternis. Damit man im Krieg, im Kampf siegen kann, muss man aber die ganze Waffenrüstung der Wahrheit Gottes anziehen, wurde gesagt. Der Krieg der Bibel wird oft als fleischlicher Weltkrieg ausgelegt, in der letzten Zeit als dritter Weltkrieg oder auch als Atomkrieg, das anhand dessen die ganze Erde zerstört wird. Aber das ist dann falsch, oder? So, als nächstes werden wir dann genauer schauen, was für Wesen gegeneinander kämpfen. Es unterteilt sich dann in die geistliche Welt und in die fleischliche Welt. In der geistlichen Welt sind es dann Michael und der Drache und in der fleischlichen Welt dann das Kind und das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, die gegeneinander kämpfen. So, dieser Michael und das Kind und seine Brüder sind wo? Das hier sind dann die Truppen Gottes, oder? Und der Drache und die Schar des Tieres mit sieben Köpfen und zehn Hörnern sind dann die Truppen Satans, oder? Und so machen diese was? Sie führen Krieg gegeneinander, wird hier aufgezeigt. Das heißt, Geist kämpft gegen Geist, Fleisch gegen Fleisch. Wenn im Krieg die Geister siegen, dann ist es so, dass auch in der fleischlichen Welt mal ein Sieg erringt. Der Grund? Weil Geist und Fleisch eins werden, wenn sie kämpfen. Wir sehen hier dann, was der Ausgang gewesen ist von diesem Krieg der Offenbarung. Die Geschichte der Bibel könnte man auch als Kriegsgeschichte bezeichnen, selbst das wäre nicht übertrieben. Und so können wir sagen, auch die Offenbarung ist ein Krieg. Darunter finden dann über drei Etappen hinweg große Kriege statt. So, dieser erste Krieg ist das, was wir in Offenbarung 13 sehen, dass das auserwählte Volk vom Himmelszelt und das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern gegeneinander kämpfen. Aber die Schar des Tieres hat gewonnen und das auserwählte Volk hat da leider verloren. Und als zweites sehen wir in Offenbarung 12, also in dem vorliegenden Kapitel, da gewinnen das Kind und seine Brüder, während die Schar des Tieres verliert, oder? Das ist wirklich ein Glück, oder? Wenn wir dann schauen, dadurch, dass dieses Kind und seine Brüder überwinden, findet auch ein erstaunliches Werk Gottes statt, dazu später mehr. Und der dritte Krieg ist dann das, was in Offenbarung 16 vorkommt, das ist dann der Krieg von Harmageddon. Das werden Sie dann genauer gesagt bekommen, wenn wir zu Offenbarung 16 kommen. Zur Erfüllungszeit der Offenbarung ist es also so, dass Gottes Truppen und Satans Truppen mit den Worten der Offenbarung dann zwischen wahr und falsch differenziert dann einen geistlichen Krieg führen. Und so sehen wir, in dem Krieg im Text ist es so, dass der Drache und seine Boten verlieren und aus dem Himmel getrieben werden. Wann ist dann die Zeit, wo dieser Drache vertrieben wird? Die Zeit ist, nachdem die 42 Monate vom Zeitraum der Zerstörung zu Ende gegangen sind, oder? Mit anderen Worten, weil der Drache im Kampf verloren hat, wird er ja wohl vertrieben, oder? Von wo wird er vertrieben? Vom Himmel. Dieser Ort ist ja aber ein Ort, wo die Schar des Drachen hereingekommen ist und das zertreten hat. Das war ja die Gemeinde der sieben goldenen Leuchter. Und die Erde, auf die der Drache vertrieben wird, ist dann das, was abgefallen ist und mit der Welt eins geworden ist. Also die Welt, die bloß Fleisch ist, wo es keinen Heiligen Geist gibt. Das heißt, diese Gemeinde der sieben goldenen Leuchter, die als Himmel bezeichnet wurde, ist in die Welt hinausgegangen. Und so ist der Drache vertrieben worden, oder? Dass dieser Drache vertrieben wurde, liegt daran, dass er gegen das Kind im Krieg verloren hat. Dann wollen wir als nächstes schauen, was danach passiert. Wir schauen uns als nächstes aus Offenbarung 12 die Verse 10 bis 12 an.
Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Ja, dann wollen wir uns jetzt im Anschluss die Verse 10 und 11 anschauen. Ein sehr wichtiger Inhalt ist in diesem Text enthalten. Es heißt, dass eine Stimme aus dem Himmel ertönt und etwas kundtut, oder? Nämlich diesen Zeitpunkt nun. Dieses Nun ist ein sehr wichtiger Aspekt. Warum? Weil eben da das Heil, die Kraft, das Reich unseres Gottes und die Macht Christi geworden sind. Deswegen. Und durch die Worte von Offenbarung 12, Vers 11 können wir sehen, dass die Brüder mit dem Blut des Lammes und den Worten ihres Zeugnisses überwunden haben, kommt dir vor, oder? Dass es auch dieser Inhalt, dass sie überwunden haben, ist enorm wichtig, oder? So, was für ein Zeitpunkt ist dann mit diesem Zeitpunkt nun gemeint? Das sollten wir uns jetzt anschauen, oder? Dieser Zeitpunkt nun bezeichnet den Zeitpunkt, nachdem man also gegen die Schar des Drachen gekämpft und überwunden hat. In dem Krieg gegen den Drachen hat man also gewonnen, oder? In der heutigen Zeit, wo die Offenbarung sich erfüllt, da ist es so, dass das Kind, das von der mit Sonnenmond und Sternen begleiteten Frau geboren wurde und seine Brüder gegen die Schar des Drachen gekämpft und überwunden haben, die in das Himmelszelt eingedrungen war. So, ab dieser Zeit kommt etwas zustande und das ist eben die Folge, dass nämlich Gottes Heil, Kraft und Reich und seine Macht sich erfüllen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass Gottes Reich und Errettung zustande kommen, oder? Dieser Inhalt ist insbesondere für uns enorm wichtig. Davor bedeutet das also, dass es doch weder das Reich Gottes noch Heil noch Kraft gegeben hat, oder? Das ist wirklich ein Schock, oder? Das heißt, dieser Inhalt ist für uns enorm wichtig. Beim ersten Kommen, da ist Jesus als Erretter gekommen, hat gegen Satan gekämpft und überwunden. Genauso aber auch beim Wiederkommen, da gibt es dann das Kind, das gegen den Drachen kämpft und überwindet und so zum Retter wird. Warum? Weil ab der Zeit, wo er überwunden hat, ja das Heil zustande kommt, weil das gesagt wurde, oder? Bis jetzt haben wir gedacht, damit wir Gottes Reich und Errettung erlangen, müssen wir einfach nur fleißig unser Glaubensleben führen. Haben das auch getan, aber nur dadurch, dass überwunden wird, wie in dem vorliegenden Kapitel, beginnt überhaupt das Heil. Darüber sollten wir noch einmal nachdenken, oder? Diese Offenbarung ist doch etwas, was Jesus bei seinem ersten Kommen gegeben hat, nachdem er gekommen war und dann in den Himmel aufgefahren war. Er hat die Offenbarung seinem Jünger Johannes gezeigt und das sagen lassen. Aber die Offenbarung ist ja nicht etwas Vergangenes von früher, sondern es ist doch etwas, was jetzt stattfindet. Das müssen wir noch wissen und es wird sich dann auch genau so erfüllen, oder? Wenn man doch ein Gläubiger ist, der auf himmelreich und ewiges Leben hofft, dann muss man unbedingt diese Dinge kennen und auch daran glauben, nachdem man das gesehen hat. So, dann wollen wir jetzt schauen. Es wurde ja gesagt, dass Gottes Reich und Heil zustande kommen. Darüber wollen wir jetzt noch etwas mehr im Detail erfahren. So, wie war es dann in der Zeit davor? Gottes Reich und Heil hat es also in der Zeit davor nicht gegeben, oder? Nun, nachdem überwunden wurde, ist es aber dann so, dass endlich Gottes Reich und Heil zustande kommen, wird hier aufgezeigt. Das heißt, das kommt erst einmal durch Offenbarung 6 und 13 zustande. Da gibt es erst einmal den ersten Himmel und die erste Erde, aber dadurch, dass diese zu Fall gekommen sind und verschwinden, ist es dann so, dass Gottes Reich verschwunden ist, oder? Und deswegen ist es so, dass etwas neu erschaffen werden muss, nämlich der neue Himmel und die neue Erde. Das, was in Offenbarung 7 als die 12 Stämme vom neuen geistlichen Israel bezeichnet wurde. In Offenbarung 21 ist es dann der neue Himmel und die neue Erde, die da neu erschaffen werden. Durch die Worte von Offenbarung 11, Vers 15 haben wir gesehen, dass dadurch, dass die siebte Posaune geblasen wird, das Reich der Welt zu Gottes Reich wird. Dieses Werk wurde dort aufgezeigt, oder? Und wenn wir schauen in Daniel 2, da können wir auch sehen, das ist ein ewiges Reich Gottes. Oder auch in Offenbarung 15, Vers 4 bis 5,
Da können wir sehen, es ist dann der Tempel des Herrn des Zeugnisses, zu dem alle Nationen kommen und wo sie anbeten werden. Demzufolge ist es so, dass ein Reich Gottes erschaffen wird, nachdem man gegen den Drachen gekämpft und überwunden hat. Dann wird es auch eine Wirklichkeit dazu geben, oder? Die Wirklichkeit von diesem Reich ist dann das, was durch den neuen Johannes, den Überwinder, erschaffen wurde, was damit begonnen hat. Das war eben dann die Gründung von Shincheonji-Kirche Jesu, dem Tempel des Herrn des Zeugnisses, der am 14. März 1984 gegründet wurde. Das ist etwas, was sich eben nach den Worten Gottes, nach der Bibel, nach der Verheißung der Bibel erfüllt hat. Das müssen Sie unbedingt überprüfen, oder? Und in Offenbarung 11, Vers 15 sehen wir ja, beim Schall der letzten siebten Posaune wird das Reich der Welt zu Gottes Reich, wurde gesagt. Diesen Prozess sehen wir in Offenbarung 7, dass nachdem die 150.000 versiegelt wurden, aus der großen Bedrängnis eine unzählbare, große Menschenmenge herauskommt. Diese unzählbare Menge kommt wie hervor? Sie werden den Schall der siebten Posaune hören, der in dieser großen Bedrängnis geblasen wird, und kommen dann heraus. Gemäß dieser Verheißung sind die 12 Stämme von Shincheonji erschaffen worden, und inmitten der großen Bedrängnis in der ganzen Welt ist es dann so, dass gerade auch der siebte Posaunenschall geblasen wird. Das, was Sie jetzt gerade hören, dieses Offenbarungsseminar, das ist der Schall der siebten Posaune, der gerade in der ganzen Welt ertönt. Es ist wirklich ein unglaublicher Posaunenschall, oder? Die Brüder, die gegen den Drachen gekämpft und überwunden haben, haben die Geschehnisse von Apfel und Zerstörung gesehen und bezeugen das. Sie haben gekämpft und haben überwunden und sind herausgekommen. Sie sind mit dem Überwinder eins geworden. Noch eine kleine Anzahl von Menschen. Was ist dann die Waffe, mit der sie kämpfen? Diese Waffe ist nichts anderes als das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses. Die Waffe, mit der sie gekämpft und überwunden haben, ist also keine fleischliche Waffe der Welt, sondern es ist eben das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses, wie dir gesagt, oder? Das Blut des Lammes steht für die sühnende Liebe Jesu und die Worte Jesu. Dieses Blut Jesu ist das, was wir in Offenbarung 5 gesehen haben, dass nämlich durch dieses Blut Jesu Menschen erkauft werden und zu Königtum und Priestern gemacht werden. In Offenbarung 7 wurde gesagt, dass man sich mit dem Blut Jesu gewaschen hat und Buße getan hat, dass man also so, dass man sich mit Jesu Blut gewaschen und weiß gemacht hat und dass man Sünden vergeben bekommen hat. Das heißt, das ist dann zum einen das Blut Jesu, und dann haben wir hier noch das Wort des Zeugnisses, und das sind eben dann die Worte der Offenbarung. Diese Worte der Offenbarung sind nämlich die Waffe, mit der der Drache ergriffen werden kann, mit der er bekämpft und überwunden werden kann. Denn in diesen Worten der Offenbarung steht ja über die Identität dieses Drachen geschrieben. Das heißt, was ist dann der Beweis, das Zeugnis dafür, wer in der Offenbarung gewonnen und wer verloren hat, oder? Es ist nicht so, dass man einfach sagt, man hat gewonnen und man hat verloren, oder? Sondern in der Bibel, da wird uns ganz klar aufgezeigt, was der Beweis für einen Verlierer und für einen Gewinner ist. Wer ist dann ein Sieger, ein Überwinder? Man kann nicht einfach nur sagen, ich habe überwunden und das war's dann, sondern dadurch, dass man wirklich überwunden hat, ist es doch dann so, dass man auch die 12 Stämme von dem neuen geistlichen Israel erschaffen muss, oder? Und was passiert denn wohl mit dem Verlierer? Sie werden auf 7 Wegen flüchten. Das ist doch dann der Beweis dafür, dass man verloren hat, oder? Das heißt, der Überwinder, der Sieger, er erschafft die 12 Stämme von Israel, und der Verlierer, er ist wirklich verstreut worden und geflohen, und das ist dann eben das Zeugnis dafür, wer Überwinder und wer Verlierer ist. So, wer sind dann diejenigen, die im Himmel wohnen, die gegen den Drachen gekämpft und überwunden haben? Es sind eben diejenigen, die gegen den Drachen gekämpft und überwunden haben, das Kind und seine Brüder damit gemeint. Als nächstes ist es ja so, dass die Erde und das Meer Wehe erfahren von diesem Drachen. Was ist damit gemeint? Zunächst einmal steht die Erde für das abgefallene Zelt, den Tempel des Zeltes, und das Meer steht eben für die Welt, die zu dem Tier gehört. Dann wird es auch einen Grund dafür geben, dass der Drache zornig geworden ist, oder? Das sehen wir in Offenbarung 20, Vers 2, dass dieser Drache nämlich in den Abgrund geworfen wird, und weil er weiß, dass diese Tage nicht mehr weit weg sind, ist er eben zornig geworden, oder? Das ist, dieser Satan wird letzten Endes wo hineinfahren? In den Abgrund wird er eingeschlossen werden. Das wird hier uns gezeigt. Dann wollen wir als nächstes uns aus der Hauptreferenz die Verse 13 bis 18 uns anschauen. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte.
Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flog, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und er stand auf dem Sand des Meeres. Ja, die Hauptreferenz zeigt uns auf, da gibt es den Drachen, der aus dem Himmel vertrieben worden ist, der dann das männliche Kind verfolgt, das die Frau geboren hat. Da bekommt die Frau, das hat die Frau verfolgt, die das Kind geboren hat, aber es heißt, die Frau bekommt da die Adlerflügel und flieht in die Wüste an ihre Stätte und wird dort eine Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit lang ernährt. Was ist denn der Grund dafür, dass dieser Drache die Frau verfolgt? Diesen Grund wollen wir jetzt herausfinden. Wenn wir schauen, diese Frau hat ja das Kind zur Welt gebracht, das alle Nationen beherrschen wird. Und deswegen verfolgt dieser Drache jetzt die Frau, oder? Weil er ja wegen diesem Kind in dem Kampf verliert und aus dem Himmel vertrieben worden ist, oder? Darüber hinaus ist es ja so, dass er an das Kind auch die Macht verloren hat, alle Nationen zu beherrschen. Deswegen verfolgt der Drache die Frau. Wenn wir uns die Inhalte der Bibel anschauen, da sehen wir, dass es in der Bibel jemanden gibt, der verfolgt und jemanden, der verfolgt wird. Das heißt, ich sollte mir dann auch Gedanken darüber machen, was ich dann für einer bin, oder? Und die Frau flieht dann vor dieser Schlange, dem Drachen, bekommt die zwei Flügel des Adlers und flieht in die Wüste, oder? Was bedeutet das dann wiederum? Der Adler zunächst einmal ist etwas, was wir bereits in Offenbarung 4 gesehen haben. Es sind die vier lebendigen Wesen damit gemeint. Und was heißt es, dass sie die zwei Flügel bekommen hat und flieht? Es bedeutet, dass dieser Hirte von dem Zelt von den vier lebendigen Wesen geleitet worden ist und in die Wüste gegangen ist. Das sehen wir auch in 2. Mose 19, Vers 4. Da sagt Gott, dass er mit Adlerflügeln das Volk Israel getragen hat und sie geleitet hat. Aber das Volk Israel, es ist nicht auf diesen Adlerflügeln tatsächlich herausgekommen, sondern es ist doch zu Fuß herausgekommen aus Ägypten, oder? Das heißt, da war es so, dass die vier lebendigen Wesen dazu genutzt wurden, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Als nächstes müssen wir schauen, was ist denn die Stätte, die sie hat in der Wüste, in die die Frau geflohen ist, und was bedeuten jetzt diese dreieinhalb Zeiten? Eine Wüste ist ja ein Ort, wo keine Menschen leben. Wird man wohl an so einen Ort fliehen? Wie ist es mit Ihnen? So, dann wollen wir herausfinden, was diese Wüste ist, in die die Frau geflohen ist. Diese Wüste ist eben eine geistliche Wüste, wo es kein Wort der Wahrheit gibt. Das ist damit gemeint. Es wurde hier als ihre Stätte bezeichnet. Und das ist so, wie wir gesehen haben, in Vers 6 desselben Kapitels. Da gibt es eine Wüste, die Gott bereitet hat, wo die Frau hingeht und ernährt werden soll. Deswegen wird es als ihre Stätte bezeichnet. Und Gott hat gesagt, dass diese Frau 1260 Tage lang in der Wüste ernährt wird. In Vers 6 haben wir diese 1260 Tage. Und dann noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das heißt dreieinhalb Zeiten. Diese Zeit steht gemäß Daniel 11, Vers 13 für ein Jahr. Das heißt, dreieinhalb Zeiten stehen dann für dreieinhalb Jahre. Und damit sind dann die 1260 Tage gemeint. So, dann geht sie also an diesen Ort und wird dort ernährt. Was bedeutet das wiederum? Das bedeutet eben, dass dieser abgefallene Hirte vom Tempel des Zeltes zu einem Ort gegangen ist, wo es Gottes Wort nicht gibt und dort heidnische Lehre lernt. Die Frau ist geflohen und ist ernährt worden. Und das erinnert auch an das, was in der Zeit des Alten Testaments bei dem Propheten Elia war. Das wurde als Gleichnis genommen. In 1. Chronik, Kapitel 17, können wir sehen, dass der Prophet Elia vor Isabel geflohen ist und dann an den Bach Krit gegangen ist, dort geflohen ist und dreieinhalb Jahre lang dann mit Brot und Fleisch ernährt wurde, was die Raben ihm gebracht haben. Das diente als Gleichnis. Das heißt, diese Frau ist dann mit dem Gemüt von Elia auch beim ersten Kommen gekommen in Form von Johannes dem Täufer. Beim Wiederkommen sind es dann die wiederkehrenden Boten. Und so wie Johannes der Täufer auch in der Wüste gelebt hat, so auch diese Frau. Sie flieht in die Wüste. Und es war so, dass der Vorsitzende vom Tempel des Zeltes, XY, dann in ein anderes Land gegangen ist und dort heidnische Lehre gelernt hat.
So, dann sehen wir im Text noch, dass ganz viel Wasser ausgespült wurde von der Schlange, um die Menschen fortzureißen. Und da gibt es eine Erde, die dieses Stromwasser dann aber verschlingt. So, aber tatsächlich gibt es ja so etwas nicht physisch betrachtet. Wie denken Sie denn? Das ist ja sehr erstaunlich, aber das ist etwas, was nicht fleischlich gemeint, sondern geistig gemeint ist, oder? So, was ist denn das Wasser, das aus dem Mund der Schlange herauskommt? Das bezeichnet eben die Unwahrheit und auch Worte der Lästerung. Das Stromwasser, das die Schlange ausgespien hat, bedeutet, dass der Geist Satans in die Zerstörer hineingegangen ist und aus ihrem Mund dann diese Worte hervorkommen, die diese Frau verlästert haben. So, das Wasser, das dann aus dem Mund der Schlange kommt, das hat die Erde verschlungen, heißt es hier. Was bedeutet das jetzt wiederum? Die Heiligen von dem abgefallenen Zelt, die wie die Erde sind, die haben, obwohl sie über diese Dinge, über diese Schuld des Hirten gehört haben, ihn trotzdem in Schutz genommen. Das bedeutet, die Heiligen vom Zelt, sie haben den Hirten nicht verlästert, der sie selbst großgezogen hat, sondern ihn in Schutz genommen. Angenommen, man würde mitbekommen, wie die eigenen Eltern beschimpft werden, dann würde ja keiner da mitmachen. Genau dieser Logik folgt das. Als nächstes gibt es dann die übrigen der Nachkommenschaft der Frau, gegen die der Drache kämpfen möchte. Wer sind die wiederum? Das sind dann eben das Kind und seine Brüder, die gegen den Drachen gekämpft und überwunden haben. Und der Sand des Meeres, auf dem der Drache steht, steht eben für unzählige Gemeindemitglieder der Welt, die Unwahrheit haben. Das heißt, der Drache, Satan, der vertrieben worden ist, er mobilisiert jetzt die Gemeindemitglieder der Welt, um gegen die übrigen der Nachkommenschaft der Frau, gegen die Überwinder, wieder Krieg zu führen. Dieser Krieg ist dann der Krieg von Harmageddon. Dieser Krieg von Harmageddon kommt dann in Offenbarung 16 vor. Dort wollen wir uns das dann genauer anschauen. So, haben Sie die Worte bis jetzt gut gehört? Wir wollen dann durch das Fazit zu Offenbarung 12 heute noch einmal alles ordnen, zusammenfassen. So, inhaltlich als Fazit ist es so, dass wir gesehen haben, dass die Frau, die mit Sonne, Mond und Stern bekleidet ist, im Himmelszelt war und das Kind geboren hat und dann aber in die Wüste geflohen ist. Das Kind und seine Brüder, sie haben dann aber mit dem Blut des Lammes und mit dem Wort ihres Zeugnisses gegen den Drachen gekämpft und überwunden. Durch dieses Überwinden ist es so, dass ab diesem Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt ist es sehr, sehr wichtig, hatte ich Ihnen gesagt, dass ab diesem Zeitpunkt, was passiert, Gottes Heil und Reich, Kraft und Macht erfüllen sich. So, deswegen ist es so, dass jetzt dieser Überwinder dann zu dem neuen geistlichen Israel wird, oder? Und so wird geerntet und versiegelt und so die 12 Stämme von Gottes neuem Reich erschaffen. Das ist das Ziel der Offenbarung und das Ziel Gottes. Durch Offenbarung 12 haben wir die Wirklichkeit von drei Wesen herausgefunden. Ohne irgendein Zeugnis kann man nicht sagen, man ist der Abgefallene, man ist der Zerstörer oder man ist der Erretter. Das darf man nicht, oder? Sondern, dass man die Wirklichkeit bezeugen kann, liegt daran, dass es sich gemäß dem Wort dann erfüllt hat und dann auch eine Realität dementsprechend erschienen ist. Und deswegen kann das auch bezeugt werden, oder? Und ab dem Zeitpunkt, wo gegen den Drachen und seine Schar gekämpft und überwunden wurde, kommen der Gottesreich und Heil zustande. Das muss man ganz klar kennen und man sollte dann auch zu diesem Heil und zu diesem Reich gehören. In der nächsten Stunde werden Sie dann die Worte von Offenbarung 13 hören. Da sehen Sie, dass man von dem Tier das Mahlzeichen bekommen hat. Es geht da um das abgefallene, auserwählte Volk. Auch das ist wiederum etwas, was sich in der heutigen Zeit in Realität erfüllt hat und erschienen ist. Das sind Worte, die es nie zuvor gegeben hat. Dass Sie da auch nächste Stunde da mit uns sind, das hoffe ich sehr. Durch dieses Offenbarungsseminar ist es gerade so, dass sehr viele mit diesem Wort eins werden. Dass sie mit dem Wort eins werden, bedeutet ja, dass man mit Gott und mit Jesus eins wird. Wir sollten jetzt auch in diesem Wort eins werden. Von dieser Bedeutung her wollen wir ausrufen, dass wir eins sind. We are one. Ich werde das ausrufen. Wir sind eins. We are one. Ja, wir wollen mit einmütigem Herzen Gott ein Gebet darbringen. Der du der ewige Herr des Lebens bist, der du auch der Ursprung allen Segens bist, heiliger Vater Gott.
Bitte nimm dir auch alle Herrlichkeit, die wir dir heute darbringen. Durch das Sinsanji-Offenbarungsseminar ist es so, dass in allen Winkeln der Welt die Worte der Realität dieser Offenbarung gerade verkündigt werden. Dafür danken wir dir. Heute haben wir die Worte von Offenbarung 12 gelernt, dass ein Krieg zwischen dem Drachen und dir Gott stattgefunden hat. Dass doch alle diese Worte, die gehört wurden, doch auch erkannt werden und die Pastoren und auch die Gemeindemitglieder, die Theologen, die diese Worte gehört haben, doch alle Erkenntnis bekommen, dass sie dann auch solche Kinder des Glaubens werden, die nach deinem Wort, Vater, handeln, die jetzt hier teilgenommen haben, die diese Worte gehört haben, sei damit allen Gemütern, dass doch dort alles mit deiner Liebe und deiner Gnade erfüllt wird, Gott, zum Überfluss, dass sie diese Worte, die sie gehört haben, erkannt haben und das aber nicht alleine für sich behalten und das damit getan ist, sondern dass sie doch das auch alle Menschen mit kundtun, die in ihrem Umfeld sind, dass doch dann die Worte der Offenbarung weiterhin gehört werden. Wirke du bitte dafür und leite du das. Durch dieses Offenbarungsseminar erfüllt sich gerade das Werk, das wirklich durch den siebten Posaunenschall das Reich der Welt zu deinem Reich, Gott, wird. Bitte, lass deine Liebe und Gnade wirklich überreich bei jedem Einzelnen sein, der hier daran teilgenommen hat. Und im Namen Jesu Christi, der für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist, haben wir dankend gebetet. Amen. Vielen Dank, dass Sie bis jetzt zugehört haben. Die Folge Himmelreich oder Hölle, das entscheidet sich doch daran, ob man das Malzeichen des Teufels hat oder ob man das Siegel Gottes hat, oder? Was ist denn wohl das Malzeichen 666? Das zu wissen, ist doch für alle Gläubigen eine sehr wichtige Frage. Wer der Zuhörer ist, dieses 666 wohl wirklich? Ein Barcode, so wie man das in der Welt sagt, oder was ist das wohl? In dieser Stunde wollen wir die wahre Bedeutung von 666 herausfinden und auch die Realität dazu möchte ich Ihnen offen kundtun. Ja, so wie Sie im Video gesehen haben, wird es in der nächsten Stunde um Offenbarung 13 gehen. Das wird durch den Bartholomäus-Stammesleiter verkündigt werden. Chungdeol Kwak, die Zeit ist wieder wie heute, vormittags um 10 Uhr. Bitte nehmen Sie unbedingt teil und lassen Sie dann uns auch den wahren Willen Gottes erkennen. Wie war das heute für Sie? Es sind wirklich starke und klare Worte, oder? Das erfrischt die Herzen, oder? Die Shinsenji-Kirche, sie kann diese Worte der Offenbarung sehr selbstbewusst bezeugen. Warum? Weil nicht nur der neue Bund, die Offenbarung, sondern auch die ganzen Vorhersagen, die in den vier Evangelien sind und die ganze Wirklichkeit durchdrungen wurde von den verheißenen Hirten und dieser bei uns ist. Das, was Sie heute gehört haben, waren die Worte der Offenbarung. Wenn Sie abgesehen davon auch noch Fragen haben an die Shinsenji-Kirche oder die Lehre von Shinsenji, können Sie, so wie Sie auf dem Bildschirm sehen, die jeweiligen Stämme kontaktieren unter den repräsentativen Nummern. Dann wird Ihnen da wirklich detailliert und freundlich Auskunft gegeben werden. Dann wollen wir jetzt alle gemeinsam das Vaterunser beten und damit das Programm für heute abschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hiermit wollen wir das Seminar Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung Gottes neuer Bund heute abschließen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.